Merkel beugt sich dem Wunsch des türkischen Staatschefs Erdogan und gibt den Weg für eine Strafverfolgung von Böhmermann frei. Die SPD reagiert mit scharfer Kritik. Ein Strafverfahren wegen Satire und Majestätsbeleidigung gegen den ZDF-Moderator sei in einer modernen Demokratie nicht mehr zeitgemäß, sagt der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Die zuständigen SPD-Minister hätten gegen eine Ermächtigung zur Strafverfolgung gestimmt. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter setzt noch einen drauf. Merkel sei vor dem türkischen Staatspräsidenten eingeknickt. Die Kanzlerin müsse nun mit dem Vorwurf leben, dass ihr der Bund mit der Türkei wichtiger sei als die Verteidigung der Pressefreiheit. Die linken Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht twitterte: Unerträglicher Kotau. Merkel kuscht vor türkischem Despoten Erdogan und opfert Pressefreiheit in Deutschland. Die User im Netz kommentierten ähnlich enttäuscht, doch vor allem reagiert Wut das Bild auf Twitter. Zitat: Und hier sehen wir, wie die EU-Regierung versagt und unser Recht auf Meinungsfreiheit den Bach runtergeht. Ein anderer Nutzer schimpft weiter: Was Merkel treibt, ist nicht in meinem Namen. Protest wird zur Pflicht, wenn der Wille des Volkes keine Rechnung getragen wird. Merkel scheißt auf Kunstfreiheit und da lacht sich der Diktator sicher schlapp über unsere Meinungsfreiheit. Ich schäme mich, sind nur zwei weitere Beispiele für den Zorn der sich betrogen fühlenden Menschen.